Der Lesesaal in der Uwe-Jonsson-Bibliothek bekommt eine Frischzellenkur. Der Raum und seine Einrichtung waren ganz schön in die Jahre gekommen. Die Regale hingen durch, die Tische wackelten und waren teilweise unbrauchbar und die Wände waren auch nicht mehr richtig weiß. In den letzten Jahren kamen von den jugendlichen Nutzern Wünsche, dass die Tische flexibler zusammenstellbar sein sollten und alles etwas moderner wirken könnte. Deshalb werden neue Tische mit Rollen angeschafft, die man je nach Bedarf zusammenstellen kann. Das Highlight wird aber die Wandgestaltung. Diese erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Jugendclub Alte Molkerei. Heike Mittelstädt vom Jugendclub vermittelte den Graffiti-Künstler Laurenz Bruckert. Zusammen mit Christian Neumann wird er die Wandgestaltung übernehmen. Also wir machen schon seit Jahren halt Projekte, die jetzt über normales Graffiti, was man denke ich aus dem Stadtbild kennt oder Schmiererei nennt, was sich davon ein bisschen abhebt, und haben halt immer Lust auf größere Projekte oder Themenwände, wie man es bei uns nennt. Wir nehmen halt gerne jeden Auftrag an, sage ich mal. Die Wand im Lesesaal bekommt ein grafisches Muster mit einigen der vorliegenden Büchern im Comic-Stil. Die Wand im Vorraum gestaltet Christian Neumann. Er wird das Abbild eines alten Holzschnittes auf die Wand bringen. In dem Graffito gibt es dann aber einige moderne Elemente. War es schwierig, diese Entwürfe für die Bibliothek zu kreieren? Für die Bibliothek an sich nicht. Wir hatten jetzt das Zusammenführen der Technik und des historischen Teils der Bibliothek war etwas schwierig, sage ich mal. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen Weg gefunden, dass wir moderne Aspekte mit reinbringen, aber auch den historischen Teil würdigen, sage ich mal. Und für beide Teile was Geeignetes gefunden haben. Im Anschluss an den Pressetermin ging es dann auch los. Laurenz führte die ersten Striche mit seiner Spraydose aus. Wenn die Lieferung der bestellten Tische pünktlich erfolgt, dann soll der neu gestaltete und eingerichtete Lesesaal Mitte März eröffnet werden.